So, willkommen zurück im Rap-Contest-Gelände. Ich schleiche immer noch ein bisschen durch die Gegend, aber ich habe mir mal mein Inventar durchgeschaut. Wir trinken erstmal ein Bier, denn das erhöht die Stärke. Ist immer gut. Und was ich noch gefunden habe, ist hier das Magazin Pistolen und Patronen. Damit können wir unsere Schusswaffenfähigkeit permanent um 3 erhöhen. Und wir haben 14 Sunset Sarsaparillas. Ich würde sagen, wir trinken mal ein paar Schluck. Dann haben wir auch gleich wieder mehr Gewicht. So. Hui. Hydro hat gerade nachgelassen. Sehr schön. So. Schauen wir mal. Auf der Toilette immer nach den Erste-Hilfe-Kästen Ausschau halten. Ja, hatten wir ein paar Damen durchfallen, ne? Ja. Oh, verschlossen. Interessant. Das war Mist. Das dürfte der Shortcut, glaube ich, sein. Bin mir gerade nicht sicher. Auch leicht verschlossen. So. Hier hat man ja lustigerweise noch die Möglichkeit, das Schloss aufzubrechen. Was daran resultiert, dass der Dietrich kaputt geht, wenn es fehlschlägt. Oder nein, ich glaube sogar das Schloss war dann beschädigt. So, Jungs, da hinten. Boah, bist du hässlich. Oh, tschüss. Boah, warst du hässlich. Oh, wir sind hier gerade in einer etwas offenen Lage. Das lässt sich wohl leicht beheben. So, was hat er hier? Ein Jagdrevolver. Mit unglaublichen Werten. Und ein leicht verschlossener Safe. Das zeigst du mal, wie du einen Safe mit einer H-Klammer aufmachst. Ruhige Hand. Gut. Oh, Stealth Boy. Ja, wir brauchen Stealth Boy. Es hilft nichts. So, gibt es hier noch was? Nee. Der Jagdrevolver. Der ist sehr schön. Der ist echt schön. So, Jungs. Ich bin hier. Die Hand nehme natürlich mit, das will ich da auch im Hardcore-Modus nix, obwohl ich nicht so ganz weiß warum. Da sehe ich gerade was herumstreunen. Ich möchte das bitte töten. Wo ist er denn? Hä? Bist du? Irgendwas habe ich angelockt. Hier vielleicht? Hä? Wo bist du? Komm raus. Charlie, komm raus, wo immer du bist. Kann das noch wer? Ah, ich hasse diesen Modus. Ich hasse ihn so sehr. Oh, hier wilde Orgie. Warum müssen die Mikrofusionszellen so schwer sein? Ich weiß, ich bin wieder nur im Jammern. Folgt mir noch immer was? Nee, hat er schon aufgegeben. Ja, wie viel Munition haben wir denn? Ja, einiges. Ich muss tatsächlich Munition liegen lassen. Ich will jetzt endlich diesen dämlichen Ghoul haben, der. Grüß dich. Und natürlich ein Streuner. Ja, ich würde sagen, du streunst jetzt gleich nur in der Hölle. Denn von dir bleibt nicht mehr übrig als ein Torso. Ich würde ja gerne sagen, dass es mir leid tut, aber das wäre gelogen. Ein bisschen größerer Dungeon schon. Kann man so sagen. Gerade ein bisschen überrascht, glaube ich. Oh. Und wir dürften gerade in ein Wespennest gestochen haben. Oh, cool. An den Bereich kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, ich weiß, ich müsste jetzt hier alles durchsuchen und genau und bla bla bla, aber darauf habe ich gerade keine Lust.
Hier streunt noch was rum. Hier streunt offenbar mehr herum. Ich höre hier mehrere Streuner. Oder Ghule zumindest. Streuner sind, weiß ich nicht. Das ist nur ein Ghul, okay. Tschüss. Hallo. Tschüss. Und tschüss. Oh ja. Ein schöner Critical. Schaut er denn hin? Ein schöner Critical Hit, der lässt nämlich noch einen Schleimhaufen übrig. Hab's, glaube ich, schon mal so nebenbei erwähnt, aber in Fallout 3 war es ja tatsächlich so, dass diese. Ach nee, hält das Ameisenfleisch wirklich so lange? Muss das sein? Es nervt. Ich versuche jetzt was. Ich versuche, ob das mit. Was ist denn? Oder haben wir jetzt einfach nur wieder den normalen Status? Okay, wir haben keine Statuseffekte. Das Bier hat uns sogar mehr gegeben. Ich weiß mal, das Trostlosigkeitsgift weg. Ist ja so schon trostlos genug, unser Leben. Ah, noch ein Protokoll. Ja, es ist. Ich muss leider alles jetzt liegen lassen. Oh, noch eine Sprechanlage. Okay. Die können wir erst erkunden hier, wenn wir den Schlüssel dazu haben. Es tut mir leid, das wusste ich nicht mehr. Dann schauen wir mal hier nach oben und sehen, dass wir jetzt runterschauen können. Ich könnte jetzt, wie gesagt, jede Truhe durchschauen, aber wozu? Frage ich euch, wozu? Oh, das sieht wichtig aus. Und eine sehr leicht verschlossene Tür. Da ist der Langfinger in mir natürlich. Interessant. Und Terminal. Hallo alle miteinander. Bitte vergessen Sie nicht, die Küche ist ein Privileg, kein Grundrecht. Bitte hinterlassen Sie sie in sauberem Zustand. Sie wissen ja, eine saubere Frau ist eine glückliche. Was? Vielen Dank, Emily. Nicht vergessen, bla bla bla. Willkommen bei Robco. Von Ryan Reynolds. Oder Brian? Ryan Reynolds? Bla bla bla, willkommen. Unnötiges Geschwafel. Oh, hallo. Hallo? Ah, hallo. Gegner KI. Okay. Wir werden ihn schon noch wiedersehen. Befürchte ich. Schätze ich. Vermute ich. Jetzt bin ich nervös, weil ich nicht weiß, ob er mir jetzt nicht gleich ins Kreuz schlägt. Verdammt. Ich schätze aber eher, er hat uns schon wieder verloren, so wie das aussieht. Ja, warte. Ja. Wie gesagt, die KI. Das üben wir nochmal. Aber was soll man machen? So, das hier sieht ziemlich wichtig aus. Hübsches Bild. Eigentlich ziemlich hässliches Bild, aber egal. Oh, und ein Safe. Der ist sicher schon schwerer verschlossen, genau. Das Administratoren-Terminal. Können wir da schon was machen? Lagerraum-Terminal. Hi Steve, vielen Dank. Bla, Ruhestand. Aha. Okay, da rechnet gerade jemand ab. Können wir. Oh, wir können durchschnittliche Schlösser schon knacken. Oh, ich war mir gar nicht sicher. Das war schlecht. Okay. Eine Eieruhr. Ich lege meine Eieruhr natürlich auch immer in den Safe. Und ich kann schon wenig mehr mitnehmen. Gut, ich kann auch schnell die letzten Sunsets trinken. Dann kann ich natürlich schon. Denn Stealth Boys, mit denen. Ich sag mal so. Wir werden auch noch mit Stealth Boys Bekanntschaft schließen. Und irgendwas streunt da gerade vor der Tür herum, habe ich das Gefühl. Fühle ich richtig? Nein. Da machen wir wieder zu und gehen weiter.
Ich glaube, das war's. Okay. Ich hasse diese Spiele. Und genau vor solchen Dingen erschrecke ich mich immer. Wenn die auf einmal dastehen. Nja, nja, nja. Helfen deine falschen Zähne auch nichts mehr. Wenn ich dir eine Lade Plasma ins Gesicht schieße. So müssen wir jetzt eigentlich hin. Fangen wir mal so an. Fangen wir mal damit an, was wir erreichen wollen. Da hinten können wir nichts machen. Da vorne schätze ich mal, wenn wir auch nichts machen können. Der hat gesagt, kommen Sie die Treppen rauf. Oh nein, da wollen wir noch nicht hin. Da müssen wir später hin. Da wird's dann lustig. Und mit lustig meine ich eigentlich nicht lustig. Punkt.de. Was knistert denn hier? Flackern die Lampen. Was soll denn das? Schlecht gewartet. Oh, der Serverraum. Ja, kenne ich sofort. IBM, ohne Zweifel. Eine leicht verschlossene Tür. Das lassen wir uns nicht entgehen. Vor allem, wenn wir kaum was tun müssen. Kein Lärm. So, Stimpak auf jeden Fall. Halt. Ich verstehe immer noch nicht, warum man Haarklammern in Erste-Hilfe-Kästen aufbewahren sollte, aber man tut es offenbar. Ein toter Ghoul. Ja, die leeren Zellen kann ich natürlich mitnehmen. Andere leider nicht. Bei diesen Terminals muss man übrigens sehr, sehr aufpassen. Okay. Oh, wir haben hier den Absender Ag% Klammer auf U Dollar Stern. Dechiffriere, aha. Wir sind begeistert. Ne, 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 wie gesagt, könnt ihr gern. Oh, Stealth Boy. Ich glaube, das sollte uns. Oh, privater Serverzugriff. Viel zu lesen. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen. Sind auch teilweise ganz interessante oder informative Sachen, die da drin stehen. Eben das mit den Stealth Boys, dass hier eine ganze Ladung von den Dingern hierher geschickt wurde. Das ist nämlich ein dezenter Hinweis. Okay, hier gibt es nichts Neues. Okay, ich bin nur ratlos. Wo muss ich hin? Ah, noch ein Terminal. Martins Ruhestand. Ja, das haben wir schon gelesen. Schien doch alles so gut zu laufen. Ja, es lief nichts gut. Das war das Problem. Oh ne. Hula Figur ist, glaube ich, auch so ein Running Gag im Spiel. Die hat jeder zweite am Tisch stehen. So. Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Schauen wir auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Markierung weg. Startplattform nein, Forschungslaborin nein, oder? Müssen wir jetzt. Ich glaube, wir müssen hier hin. Könnte mich auch täuschen. Scheine mich auch zu täuschen. Wo geht's hier hin? Aha. Ja, wir müssten hier die Stufen hinauf. Geht aber irgendwie nicht. Da war nur das. Ich hasse es, wenn ich mich hier verlaufe. Denn dann kommen wir nicht weiter und das ist dann doof. Waren wir hier? Doch, wir waren hier. Da hinten geht es auch nicht weiter. Hä? Hier kann man doch nicht durch. Wow, wow, wow. Müssen doch in die. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir in die Forschungslabore? Es ist. Oder warte mal. Ich bin so schlau. Ich kann einfach die Quest annehmen und zeigt mir der Marke. Ja, Hirn.
Hirn wirf Herrn runter. Und das Ding zeigt aber auch hierhin. Also. Sorry, das war ein bisschen laut. Ja, mit ein bisschen Hirn könnte man vielleicht draufkommen, dass ich die Sprechanlage auch benutzen sollte. Okay, Glatthaut, ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. Das tut mir jetzt echt leid. Das hatte ich jetzt anders in Erinnerung. Ich wusste, es gibt Bereiche, die man erst später betreten sollte, aber ja, jetzt ist das auch aufgeschlossen. Na gut, jetzt haben wir wenigstens das Ganze schon ein bisschen geplündert, das ist doch auch was. Ich bedanke mich trotzdem für euer Zuschauen, auch wenn ich ein ziemlicher Idiot momentan war. Du musst dafür zahlen. Schade. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.